Mit nur einem Titel, nämlich am Tag, als Conny Kramer starb, von heute auf morgen bekannt und populär geworden, Juliane Werding. Wir lagen träumend im Gras, die Köpfe voll verrückter Ideen. Da sagte ich nur zum Spaß, komm, lass uns auf die Reise gehen. Rauch schmeckte bitter, aber Conny sagte mir, was er sah. Ein Meer von Licht und Farben, wir ahnten nicht, was bald darauf geschah. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen, am Tag. Ja, ich habe fest an Juliane geglaubt. Ich habe geglaubt, da unten kommt sie sicherlich durch. Vielleicht habe ich mich auch selbst ein bisschen da hineingesteigert. Ich wollte es einfach glauben. Ich habe zwar geringe Chancen gegeben, aber doch nicht so viele. Ich habe zuerst mal daran gemerkt, dass Juliane fleißige Zuhörer gefunden hat. Also wenn sie gesungen hat, habe ich gemerkt, man hat ihr zugehört. Ja, sie hat einmal bei der Direktorin vorgesungen und die war hellauf begeistert von ihr. Bei Juliane habe ich gemerkt, da hat man zugehört, aufrichtig. Und ich habe auch festgestellt, dass ihre Stimme ankommt. Ich möchte sagen, ein Urteil darüber könnte ich noch nicht mal abgeben. Ich weiß nur, dass sie angefangen hat mit Imitationen von Heinche. Oh, das ist eine Schnulze. Als ich dich fand, ging eine Sonne auf. Immer wenn ich in meinem Zimmer sitze, muss ich mir selbst ein Publikum machen. Weil wenn ich für mich alleine singe, dann habe ich manchmal gar keine Lust, den richtigen Ausdruck da reinzulegen. Aber wenn ich ein Publikum habe, dann muss ich denen da ja was mit klar machen. Also dann muss ich das ja machen und darum stelle ich mir das immer vor. Ja, das war also ein kleiner Bericht aus deinem Leben. Und in diesem Bericht ist angeklungen, dass du furchtbar gern mit einer Band singen würdest. Es steht neben mir und hinter mir die Gruppe Ping Me aus Mannheim. Würdet ihr Juliane mal begleiten? Ja, sicher. Ein-, zweimal würden wir sie ganz gern begleiten. Aber generell wollt ihr kein Mädchen in der Band? Generell nicht. Ich glaube, wir haben einige drunter in der Gruppe, die würden ganz gerne dann einen Don Juan spielen und vielleicht ein Techtelmechtel mit diesem Mädchen anfangen. Das würde bestimmt nicht bei uns reinpassen. Ich glaube nicht. Ihr wollt also kein Verhältnis in der Gruppe? Nein, nein. Das aber es gibt vielleicht andere Gruppen in Deutschland. Und wenn Sie die Adresse von Juliane wissen wollen, dann schreiben Sie uns doch bitte. Wir schicken Ihnen gern die Adresse sofort zu. Vielleicht kommt Juliane so zu einer Band. Hoffentlich.